zweite Halbzeit der Verlängerung läuft. Die Entscheidung naht. Ganz klar, ihm fehlt momentan die Dynamik. Eine Rangelei um den Ball. Was macht er jetzt? Da muss er doch Freistoß geben. Könnte es gefährlich werden. Es muss Einwurf geben. Fünf Minuten noch in der Verlängerung, unentschieden. Und ich denke mir, gleich werden zweimal fünf Spieler zum Elfmeterschießen antreten. Mindestens zweimal fünf Spieler. Einwurf jetzt. Achtung, eine Chance haben Sie noch. Jetzt ist er und gehalten zunächst. Unentschieden nach Verlängerung. Gleich Elfmeterschießen. Um Himmels Willen, meine Nerven. Ich sehe es fast von hier aus. Er hat den flackernden Blick. Der volle Hammer. Tor. Und da erkennt man, das Nervenkostüm spielt hier keine Rolle. Ja, das war ja schon fast arrogant, wie er den Elfmeter verwandelt hat. Aber Manni, wer trifft, hat recht. Das ist ein Elfmeterschütze. Kein Problem. So musst du einen Elfmeter schießen. Er hat ihn ja fast, den Ball, und er geht noch rein. Und das ist besonders ärgerlich, wenn du in der richtigen Ecke bist und das Ding trotzdem einschlägt. Der Torwart ist Sieger. Und er könnte der große Held werden. Ja, was ist das denn? Die Latte und dann drüber. Unglaublich, da kann man Manni von Pech sprechen. Ein Riesenkasten und er trifft ihn nicht. Ja, völlig unkonzentriert dieser Abschluss. Unglaublich. Das ist ein Elfmeterschütze. Kein Problem. Total souverän. Mensch, da war er doch dran und da geht der Ball noch rein. Und das ist bitter für den Keeper. Wenn du schon dran bist, willst du ihn auch halten. Was für eine gigantische... Tor! Er macht es! Unglaublich! Absolut cool! Kalt wie eine Hundeschnauze! Das war doch ein super Fußballspiel, was wir da gesehen haben. Da kann man sich beruhigt in den Feierabend verabschieden. Mein Name ist Manni Breukmann. Tschüss, bis zum nächsten Mal.